Willkommen zu meinem Jahresrückblick 2017. Es wird mehr ein Audioblog oder sogar nur eine Slideshow, weil ich nämlich kein Vlogger bin und nicht mit der Kamera vor der Nase in der Weltgeschichte kommen laufen. Außerdem bin ich lieber hinter der Kamera, weil ich einfach eindeutig ein Gesicht für das Radio und Stimme für den Stummfilm. In diesem Video mache ich einen kleinen Rückblick über Projekte, die ich im letzten Jahr durchziehen konnte. Also vor allem für alle die, die ich auf Facebook und Twitter nicht schon genug mit meinen YouTube-Videos genervt habe. Im Januar habe ich das Konzert von der Noelle aufgenommen. Das war ihr Bachelor-Projekt, das sie mit King durchgeführt hat. Und aus diesen Aufnahmen hat es eine kleine DVD gegeben für King aus Andenken. Im Februar hatte ich keine Videoprojekte, habe mir darum nur ein bisschen Equipment gekauft und habe mich vorbereitet für die Jugendkulturtage, wo ich noch später dazu komme. Im März habe ich aus Aufnahmen von einem Dampffreundentreffen ein 60-sekündiges Video zusammengeschnitten. Und das für einen Wettbewerb, wo man hätte können, Sony FS7 gewinnen können. Dort ist es darum gegangen, möglichst viele Likes zu bekommen. Dank einem Kollegen, der in der Oldtimer-Szene unterwegs ist, habe ich ziemlich viel Aufrufe für das Video bekommen und auch einen Haufen Likes. Das lenkt jetzt natürlich bei weitem nicht. Eines der wichtigeren Ereignisse von diesem Jahr war für mich auch, dass das Musikvideo zum Song Swim von Mike Anderson veröffentlicht worden ist. Das Video hatte ich im Herbst 2015 gedreht, dann hat es noch etwas gedauert, bis die Musik fertig war und das Video auch fertig geschnitten. Ich habe 2017 auch mein erstes Auto gekauft, beziehungsweise ist mir ein Fahrzeug, nämlich ein Renault Traffic, so ein Transporter, den ich dann brauchen kann, um mein Equipment herumzufahren. Ich habe an der Jugendkulturtag Biosphäre in Entlebuch 2017 das letzte Mal im OK mitgemacht. Ich war dort etwa 6 Jahre im OK, ein paar Mal auch als Co-Präsident tätig. An der Vernissage durfte ich Nina Eng auf der Gitarre begleiten, wo sie einen Song vorgesungen hat, den ich geschrieben habe. I tried to hide my feelings, but I fell into the void of this hole I dug myself. Von diesem Auftritt gibt es leider keine Ton- oder Bildaufnahmen, außer der Fotos, die Goni gemacht hat. I keep on falling. I've been falling for so long. And I keep on falling. And I've not yet hit the ground. Ich habe mir jetzt so eine Kameradrohne gekauft, und ich leider noch viel zu wenig gebraucht habe. Im Juni habe ich mein Equipment ausnahmsweise wieder mal gebraucht. Und zwar für Interviewaufnahmen für meinen kurzen Dokumentarfilm über Mario mit seiner Dampfmaschine. Ich habe auch Videos mit alten Aufnahmen endlich mal fertig geschnitten gehabt. Zum Beispiel das mit Aufnahmen vom Tag am Strand, im Santa Monica Beach. Oder auch der Roadtrip, einmal rund um den Grand Canyon.
Ende Juni bin ich mit meinem Bruder in die Ferien. Und zwar sind wir zu Fuß in mehreren Etappen über den Gotthard gelaufen. Dort haben wir alles Video-Equipment dabei gehabt, aber einfach nicht können brauchen, rein von der Zeit her. Und ich würde es auch nicht wieder mitnehmen, es ist einfach zu schwer. Im Juli habe ich vor allem geschafft, geschafft und geschafft und gleichzeitig noch meine Ferien vorbereitet. Im August ist der Mike Anderson auf Europa gekommen. Ich habe leider geschafft und habe nur einen Tag Zeit, ihn zu besuchen. Ich bin dann ins Saarland aufgefahren und wir haben zusammen ein kleines Video aufgenommen in der Burg. Vielleicht ein Film für Instagram. Schön machen. Ja. When I can't be the one to sing your name. Ende August hat es geheissen, auf nach Australien. Ich war ganz September in Australien. Ich bin dort viel herumgereist, habe einen Haufen Sachen gesehen. Australien hat mir sehr gut gefallen. Es ist einfach ein riesiges Land, es sind gewaltige Distanzen. Wenn man im Winter auf Australien geht, muss man halt damit rechnen, dass es sehr viel dunkel wird, das ist 6,5 bis 7. Und es wird auch relativ kalt, vor allem im Süden. Kommt zurück von Australien, hatte ich ja schon Geburtstag gehabt, leider eine Runde. Ich hatte ein paar Kollegen eingeladen gehabt zu einem Festchen, wo Coffee und Cake sogar live für mich gespielt haben. Ebenfalls im Oktober ist das Päckchen für mich aus Italien. Und zwar vom Palena Film Festival, wo ich den Preis gewonnen habe für das beste Musikvideo. Leider habe ich dort gar nicht gewusst, dass ich nominiert war. Sonst wäre ich nämlich im August dann noch schauen. Aber es ist cool, dass ich mal einmal am Festival etwas gewonnen habe. Das erste Mal. Im November und Dezember habe ich vor allem an Videos gearbeitet für Coffee Cake. Und zwar zum ersten am Musikvideo für Waiting For Me. Und als zweites habe ich sie aufgenommen, wo sie am Jeder Rappenzelt in Luzern sich als Strassenmusiker betätigt haben. Alles in allem war 2017 für mich schon eher ein produktives Jahr gewesen, vor allem wenn man es an der Anzahl Videos misst, die ich fertig geschnitten habe und die irgendwie noch immer veröffentlicht wurden. Aber ich konnte doch nicht an so manchem neuen Projekt arbeiten und es hat immer noch alte Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind. Und ich hoffe, dass ich 2018 ähnlich produktiv sein kann und auch 1-2 Videos neu drehen und auch abschliessen kann. Falls es jemand sollte so weit geschafft haben im Video, danke ich fürs Interesse und sage bis in einem Jahr für den Rückblick 2018.